Hallo liebe Nähfreunde, heute möchte ich euch den Patchwork-Fuß mit der Führung Nummer 57 präsentieren. Beim Patchwork-Fuß ist eine seitliche Führung angebracht. Durch diese Führung wird eine präzise Einhaltung einer Nahtzugabe von 6 mm ermöglicht. Dies ist besonders hilfreich, um exakte gerade Nähte an einer Stoffkante oder Nahtlinie zu erhalten. Des Weiteren sind auf der Nähsohle Quermarkierungen im Abstand von 6 mm angebracht. Diese sind sehr nützlich für das Nähen von Ecken und Y-Nähten. Ich empfehle beim Patchworken die Verwendung von Quiltnadeln. Die Quiltnadeln zeichnen sich durch eine schlanke, leicht verrundete Nadelspitze aus, die selbst dicke Lagen Stoff leicht durchdringen kann, ohne das Material zu beschädigen. Wie einfach es ist, mit dem Patchwork-Fuß mit Führung Nummer 57 Y-Nähte zu arbeiten, möchte ich euch nun an diesen Hexagonen zeigen. Material lege ich jetzt genau aufeinander. Lege das Material unter den Nähfuß, achte dabei darauf, dass halt eben die Führung anschlägt und dass die hintere Quermarkierung genau an der Schnittkante liegt. Ich beginne zu nähen. Vernähe die Naht und nähe jetzt so lange, bis die vordere Quermarkierung an der Stoffkante wieder ankommt. Vernähe wieder die Naht. Um alle Hexagone zusammenzunähen, nähe ich genauso, wie ich es eben gezeigt habe. Mit dieser Technik lassen sich perfekt unzählige Hexagone zusammennähen. Der Patchwork-Fuß mit Führung Nummer 57 eignet sich nicht nur ideal fürs Patchworken. Man kann ihn auch bei allen Näharbeiten verwenden, an denen eine Nahtzugabe über 6 mm ausreicht. Diese Notizbuchhülle habe ich komplett mit dem Patchwork-Fuß mit Führung Nummer 57 zusammengenäht. Die tolle Stickerei, die ihr auf der Vorderseite der Notizbuchhülle seht, habe ich mit der Sticksoftware Toolbox erstellt. Eine komplette Anleitung zu dieser Notizbuchhülle findet ihr im Bernina Blog. Ich wünsche euch eine ganz tolle kreative Zeit, eure Birgit. Bernina, made to create.